Hallo liebe Leute, ich bin heute in meinem Atelier und alles was ihr auf dem Tisch seht, das ist so kleine Vorbereitung für die Pudding und das Wichtigste was wir brauchen, Handschuhe, sonst wird das alles nicht so ganz. Ich bin Albina Borzes, freischaffende Künstlerin aus Hannover und heute mache ich mit Marcel, hallo Marcel, hallo, ein Pudding-Video. Er ist wirklich Anfänger, er hat noch nie ein Pudding-Bild. Nee, ich habe noch nie ein Puring-Bild gemacht, bin aber derjenige, der die ganze Zeit die Videos hochstellt. Genau, der ist sozusagen technisch sehr begabt und künstlerisch aus, aber so die Puring hat er noch nicht ausprobiert. Und dann hatten wir eine Idee, dass wir ein gemeinsames Video drehen und euch zeigen, was man alles braucht. Und dann kann Marcel mir Fragen stellen, ob die Farbe dick genug, dünn genug und so weiter. Und ich beantworte das. Was ihr auf dem Tisch seht, das ist so ein Bild, als ich habe mehrere Experimente gemacht und wie ihr seht, dieses Bild hat schöne Farben, genau solche Farben werde ich heute benutzen, aber das ist totale Fusch sozusagen, man kann sagen schön, aber wenn ich ein bisschen nah das zeige, dann seht ihr, dass es hier die Risse sind entstanden, die Zellen sind nicht so perfekt und das ist halt, ich habe so mit Puring angefangen, dank einer Schülerin von mir, wo sie gesagt hat, Albina, mach bitte die richtige Rezeptur, die funktioniert, weil man kann leider, wenn man viele Videos anguckt und fragt, können Sie mir bitte genaue Rezeptur sagen, dann sagen die Leute, da müssen Sie 100-mal experimentieren, da kommt was. Und das hat mich so ein bisschen geärgert, deswegen habe ich gesagt, nee, ich mache eine Rezeptur, die beim ersten Mal bei jedem funktioniert. Und genau das wollte ich heute euch vorzeigen. Ich bin gespannt auf Ergebnis. Marcel, du? Ich auch, total, auf jeden Fall. Ja, genau. Für sozusagen, ich habe das jetzt auf diesem Tisch gestellt. Wir werden große Becher gebrauchen, kleine Becher gebrauchen. Wir werden mit Silikonöl arbeiten. Die alle Materialien sozusagen findet ihr in Beschreibung von Video. Wir werden Holzstäbchen gebrauchen, Tisch mit einer Folie bedecken. Ihr seht, ich habe das schon ein bisschen gemacht. Marcel macht ein großes Bild, 30x30. Ich mache ein kleines. Und hier habe ich das für mich zum Beispiel, das ist auch für viele interessant, wie viel Puring, das ist ein Liter, braucht man für ein Bild. Und hier seht ihr, ich habe das für mich immer Markierungen gemacht. Wie viel Puring brauche ich für ein Bild? Und komischerweise mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Das ist von der Farbe abhängig. Wichtig ist bei Puring, dass wir immer die gleiche Konsistenz von Farben haben. Und ich nehme kein Wasser, ich nehme immer Tiefgrün. Und jetzt kommen ganz viele Fragen, Kommentare unter meinem Video, wieso Tiefgrün und nicht Wasser? Die Antwort ist ganz einfach. Wenn wir Wasser nehmen, wenn wir zu viel Wasser nehmen, dann entsteht diese Krakelee, diese Rissbildung. Und das ist noch halbes sozusagen Problemchen, was wir haben. Die Farbe sozusagen, wenn wir Wasser nehmen, kommt in Verbindung mit Farbe und wenn es trocknet, das dunkelt stark nach. Und deswegen, wenn wir Tiefgrün nehmen, haben wir gleichzeitig zwei Herausforderungen gelöst. Ich arbeite mit Lucasfarben und bei Puring ist ganz wichtig, dass die Farben haben immer, schaut mal dieses Symbol, das heißt, das ist halbdeckende Farbe. Ja? Und wir nehmen diese Farbe, das ist auch halbdeckend. Es gibt die Farben und das nennt man in Puring, halbdeckende Farben sind ein bisschen leichter als deckende und schwerer als transparente. Ja? In normalen Codes sagen wir transparent und deckend, in Puring sagt man leicht. Dieses Symbol schwer, komplett schwarz. Und da gucke ich bei schwarz. Das ist auch bei manchen Firmen machen sie das nicht. Das ist leider so, bei Gerstecker sehe ich, dass das hier kein Symbol ist. Aber ich kann euch sagen, schwarz ist immer deckend. Bei weiß gibt es transparent und deckend. Und hier sehen wir dieses Symbol deckend. Das heißt, weiße Farbe wird ein bisschen mehr Puring brauchen als zum Beispiel diese Farbe, wo das halbdeckend ist. Und das werden wir jetzt alles gleich sehen und Marcel wird das Ganze berichten. Jetzt wechseln wir einfach Tische, machen Folie und fangen an mit zum Mischen. Okay. Oh, Bella.
So, einmal ein bisschen Wackelpartie hier. Jupp. Und wir wollten da so wirklich nichts rausschneiden, sondern genau so machen, wie wir das gestalten. Ich habe in meinem Atelier gleich die Tische und das ist die gleiche Größe. Die Beine musst du dann wieder. So, ja. Für diejenigen, die Spinnelanfälle kriegen, einmal die Augen zu. Einmal die Kamera wieder. Sehr gut, sehr schön. So, dann haben wir unsere Tisch wieder. Und was wir jetzt an die Folie jetzt oben drauf liegen. Wie ihr seht, ich verwende die Folie. Schaut ja mal mehrmals. Dann habe ich hier so die Farbe, kann man auch abkratzen, ja? Und ab und zu mache ich einmal eine Seite, einmal andere Seite, weil das ist jetzt vollkommen trocken, damit diese Fusel nicht im Bild kommt, drehe ich einfach um. So, und so haben wir saubere Fläche, wo nichts fuselt. Ja, weil das ist auch wichtig, wir wollen nicht, dass das in Bilder irgendwelche komische Sachen kommen. So, und dann Vorbereitung von Leinwand. Das erste, was man machen sollte, dass die Folie raus, ja? Genau, Folie raus. Wie gesagt, ich mache das klein, Marcel nimmt ein bisschen größere Format. Und was ist wichtig? Ganz viele Fragen, wozu sind die, diese Ecken da aus Holz? Zum Beispiel, wenn er Leinwand von Bösner kauft, habt ihr die gar nicht, dann muss er das extra nehmen, da liegt so ein Körbchen dazu. Wenn er Leinwand von Gerstöcker bestellt, dann gibt es diese Hacken. Die packt man unten, schaut mal hier, in Leinwand gibt es immer zwei Löcher, ja? Und so packt man, kennst du das schon? Ja, mal gesehen, ja, irgendwie zum Spannen oder so, ne? Genau, und das ein Loch ist unten und eine oben und wir fangen mit unteren an. Dann wird das eine unten und andere oben. Und das dient dazu, dass wenn die Farbe auf Leinwand kommt, wird ab und zu den Leinwand nicht so gespannt wie früher, da könnte man das mit Hammer ein bisschen klopfen und dann wird das wieder so, wie es sein sollte. So, und heute, wie gesagt, wir mischen das wirklich Farben von Anfang bis zu Ende und wir werden auch dazwischen ein Heißluftföhn gebrauchen. Ich habe so eins. Ja, wie gesagt, alle Materialien findet ihr in Beschreibung. Könnt ihr auch bei Amazon bestellen. Gerstöcker und Bösner nicht. Man muss da zum Hersteller fahren. Und damit unsere Leinwand so ein bisschen sauber auf diese Seite bleibt, brauchen wir Tesafilm. Also Kreppband. Nicht Tesa, sondern Kreppband. Und wir bedecken da sozusagen, bekleben das. Also vordere Seite, hintere Seite umdrehen, ja, und dann kleben wir das. Das ist jetzt mit Handschuhen ein bisschen ungünstig. Wir haben zu früh Handschuhe angezogen. Aber das kriegen wir hin. So, dass wir einfach die Ränder abkleben, ja, ganz schön abkleben. Hier war das Anfang, das ist natürlich abschneiden, ja, und alle vier Seiten praktisch abkleben. Das ist so unsere Vorbereitung. Ja. So arbeiten wir ein bisschen, weil wir werden die Farbe gießen und dann entsteht überall, wenn wir wollen, das ist zum Beispiel hier, wüsste ich das noch nicht, da sind die Ränder voll mit Farben, dann klebt die Farbe und so weiter. Und wenn man dann schon so ein bisschen ein paar Bilder gebucht hat, dann weiß man, wenn ich das abklebe, dann bin ich auf dem sicheren Weg. Ich suche jetzt ein Bild, wo ich dann schon ein bisschen mehr konnte. Das ist hier auch nicht perfekt. So. Das ist jetzt auch Uhrring, nur so ein bisschen andere Technik. Das ist so Ringuhr. Und dann seht ihr, das ist schon so, wenn wir abkleben, dann bleiben unsere hintere Seite so auch so ein bisschen, kommt was runter, aber nicht so komplett angemalt. Deswegen ist diese Abklebung eigentlich auch ganz gute Sache.
dass wir dann. Und danach brauchen wir solche Pinnwandnadeln, genau. Ich klebe dann auch, genau. Und dann packst du sozusagen, machst du Beinchen für dein Leinwand. Dann machst du diese Pinnwandnadeln rein, so. Damit wir einfach. Jo, das auch rein. Ja. Damit wir Leinwand danach, so zum Beispiel, wenn es so liegt, dann haben wir keine Luft unten und wir können das schwer einfassen. Und wenn wir da Beinchen haben, dann können wir dann richtig unsere Finger runterschieben und dann ist es bequemer zu gießen. Kannst du für mich das auch machen? Da braucht man ein bisschen männliche Kraft. Wichtig ist, dass alle, also du brauchst das, die das bis nach unten, weil sonst hast du verschiedene Höhe und dann steht dein Leinwand nicht so gerade. Ja, das ist auch wichtig, dass wir die Knöpfe richtig bis nach unten schieben, weil jetzt zeige ich euch, Marcel ist wie gesagt erstes Mal, dann sieht er, dass es hier ein paar Millimeter und was passiert? Wenn wir da so stellen, dann ist eine Seite höher, andere tiefer und so könnte unser Bild in eine Richtung fließen und das wollen wir nicht. Deswegen ist ganz wichtig, dass wir das gemeinsam machen. Ab und zu halt ist zu wenig Kraft. Ich nehme ab und zu Scheren, dann ist das, da kann ich fester drücken. Aber jetzt ist ganz gut, dann haben wir unsere Leinwände vorbereitet. So. Genau. Und jetzt geht die spannende Geschichte los. Wir haben weiß und schwarz. Wir gießen unsere Acrylbilder immer entweder in weiße Farbe oder in schwarze Farbe. Und das nennen wir als Grundfarbe. Von denen Farben sollte sozusagen doppelte Menge an Farben sein. Boah, ich komme ja nicht in Spritzen hier. Geschafft? Sehr gut. Wackelt ein bisschen. Wackelt ein bisschen, da guck mal, wo das Problemchen liegt. Aber es ist halt wichtig, dass wir die gleiche Höhe haben. Super, wunderschön. So. Dann mischen wir in Plastikbecher. Ich habe noch Alternative noch nicht ganz gefunden. Ich suche danach, aber erstmal, das ist die einfachste Variante. Da sind die Plastikbecher, die könnte man auch eigentlich abwaschen. Und als Messbecher nehme ich so kleine Becher. Das hat hier 2, 4. Das ist hier, das ist es 20 Milliliter und hier ist das 40 und der Becher ist 200 und wir brauchen für unsere schwarze Farbe, nehmen wir, du machst das in schwarz als Kontrast? Genau. Gießt du das in schwarz? Dann brauchen wir für dieses kleine Bild 30x30 so fast den ganzen Becher von schwarzer Farbe. Das heißt, wir nehmen vollen Becher mit schwarz, ja. Und kannst du Holzstäbchen nehmen? Wir fangen mit weiß an, weil schwarz wollte nicht. Ich brauche für mein Bild weiß. Wir mischen das gemeinsam, insoweit das ist eigentlich egal. So, volle Becher mit weiß. Ja, einfach in Becher packen. So kannst du das machen. Und ich nehme weiße Acrylfarbe von Gerstecker, von Wester. Jetzt suche ich nach schwarzer Farbe und noch von anderen Firma. Wir machen hier so ein bisschen Doppel-Experiment. Wir nehmen schwarz heute von Amsterdam. Eigentlich die Amsterdam-Farben sind Renner bei Puring-Leuten und er sieht, nee, das ist gut. Und das wollte ich so zeigen.
Das ist jetzt so, der Becher ist bis zu dieser Markierung voll, das heißt, das ist 40 Milliliter von weißer Farbe. Das packst du jetzt so in deinem Becher und dann nimmst du bitte unsere Pouring. Pouring, ist das diese weiße große Flasche, das ist dieses Pouring, ist das so eine Mittel, damit die Farbe fließt. Und bei weißer Farbe ist das schon so, Erfahrungswerte brauchen wir 2 Becher von Pouring. Und ich nehme kein Pouring, sondern ein Fluid Medium, glänzend von Böster. Ich habe lange experimentiert und für mich dieses Pouring als Beste erfunden. Ich habe schon mehrere Videos gemacht und mit meinem Schüler das gedreht. Und da gehen wir auch wieder bis zu dieser Markierung, sozusagen 40 Milliliter. Und dann fangen wir das an zu mischen. Ja? Das ist, jetzt haben wir die Mischung 1:1. Marcel kann das mischen und ich mache das gleiche mit Schwarz. Ja. Weil ich wollte bei mir sozusagen Weiß als Grundfarbe nehmen und Marcel nimmt Schwarz. Und dann so, mischen wir das. Ja, und jetzt, so. Das ist jetzt so die schwarze, ist das auch bis zu diesen Markierung, ja? Und man kann natürlich auch, ich sage ab und zu am Anfang, wenn man noch nicht weiß, ist es besser, genau, wenn man die Farbe abwickt, ja? Die Rezeptur, wie gesagt, würde das auch in Beschreibung stehen. Man kann das abwägen oder wenn man so mehr visueller ist, dann könnte man das auch so in Becher machen, dann passt das auch. Und bei schwarzer Farbe haben wir auch dieses Mischverhältnis Farbe zu Pouring 2:1. Und dann machen wir erst zuerst ein Becher, sozusagen bis zu diesen Markierung, und Marcel mischt. Und ich gucke jetzt, zeige euch die weiße Farbe. Schaut mal, das ist jetzt mit einem, so in Mischverhältnis 1:1, ist die Farbe so ungefähr wie Schmand, ja, wie Creme Fraiche sozusagen. Und das hat mit Pouring noch nichts zu tun, das ist viel zu dick. Ja? Jetzt gucken wir, wie sieht das bei Schwarz aus. Zeigt das? Ja. Und was denkst du? Ihr seht, das ist noch schlimmer als bei Weiß. Ja, weil ich sage euch, das ist diese Bösner Farbe, das ist für Grundfarbe super tolle Sache. Die ist schon ein bisschen flüssiger. Und Amsterdam ist die Farbe, die ist ein bisschen schwerer. Hier werden wir viel mehr Pouring gebrauchen. Aber wir gucken das weiter, weil wie gesagt, das ist, mich würde interessieren, was Marcel sagt. Jetzt hast du diese Konsistenz, das war so, wie beschreibst du das, die Konsistenz von Farbe? Das ist ja wie, Zeit? Wie zähflüssiger Honig, also wie so ein Bonbon, der gerade in der Herstellung ist. Genau, und guck mal, jetzt nimm mal die weiße, bei weiße haben wir auch diese Konsistenz 1:1 und ist das ein bisschen flüssiger oder? Ja, das ist mehr so flüssiger Honig, würde ich sagen. Ja, das ist schon so, dann sieht man, dass verschiedene Farben haben auch verschiedene Dicke, ja? Und dann machen wir jetzt noch einen Teil von Pouring in Weiß. Und Marcel mischt. Ich mache auch jetzt hier so die Reste sozusagen rein. So ein bisschen sparsam muss man auch sein. So, ja, du mischt und erzählst, was spüren wir da. Und bei Schwarz machen wir das gleich. Na, du sollst noch mehr, das ist noch zu wenig. Darf ich kurz? Ja. Ich zeige euch auch, das ist auch so, wie man mischt. Ja, wenn wir das sehr intensiv mischen, dann entstehen da ganz viele Bläschen. Hm. Das ist eigentlich nicht so gut. Dann muss man das eher vorsichtig mischen, so ein bisschen Zeit sich nehmen, damit das alles richtig gut gemischt ist. Und ich habe eine Kosmetikerin zum Beispiel als Freundin und sie hat auch großes Pouring-Bild gemacht und sie hat so gemischt. Und ich habe gefragt, Svetlana, was machst du? Sie meinte, sie machen das immer mit Nagellack. Ja? Mhm. Und so vermischt sich die Farbe noch schöner, dann entstehen keine Bläschen. Jetzt sieht sie, wie viele Bläschen wir da haben. Wenn wir da so ein bisschen klopfen,
das hat sie mir alles gezeigt. Wie gesagt, die Freundin Kosmetikerin ist auch eine coole Sache. Einfach klopfen, dann kommen die Bläschen wieder raus und dann könnte man dann wieder so schütteln. Und dann sieht ihr, das ist komisch, aber die Farbe fängt an so ein bisschen. Jetzt Marcel sagt, gibt es Unterschied oder keinen Unterschied? Zeig das auch in die Kamera, damit wir das sehen, ja? Ein bisschen flüssiger ist auf jeden Fall geworden, würde ja. Ich behaupten. Ein bisschen flüssiger geworden, aber ich würde sagen, das ist jetzt so lange nicht die Konsistenz, die wir brauchen. Jetzt machen wir das beim Schwarz, machen wir das Gleiche, weil ich wollte bei diesen zwei Farben euch zeigen, wie unterschiedlich sich die Farben sozusagen benehmen, ja? Und wie viel Menge braucht ihr von Puringmittel und von Tiefgrund, damit die Farbe richtig gleich so ein Konsistenz hat, was wir brauchen. Ja? Und wie gesagt, langsam rühren, damit die Bläschen dann so, und das gibt es auch, ich habe Restaurierung von Steinobjekten studiert in Hildesheim, das hat mir so ein bisschen geholfen, für die Puring-Rezeptur herzustellen. Und ich kann euch sagen, das ist auch, kennt ihr auch, je länger wir ein Mörtel zum Beispiel rühren, desto flüssiger wird er. Ja? Deswegen die Puring-Technik, die mag, wenn die Farben richtig ganz schön gerührt sind. Ich sage so, die ganze Spaß, Gießen ist das ungefähr 10 Minuten Spaß. Naja, 10 bis 20, je nach der Bildgröße, aber die ganze Vorbereitung ist mindestens eine Stunde. Ihr könntet natürlich auch ein bisschen mehr Farben mischen, zur Seite stellen und ihr seht, ich habe das jetzt noch kein Tiefgrund, aber ihr seht, die Farbe fängt an zu fließen und das ist ungefähr das, schaut mal, was wir brauchen. Ja? Das ist noch zu dick, das würde ich jetzt Marcel geben, damit er das so sieht. Ja, aber so dieses fließende Farbe brauchen wir und wir gucken, wie das bei Schwarz aussieht. Es passiert noch nichts. Ja? Wie Schlagsahne, dann kannst du wahrscheinlich den Kopf drehen und bleibst stecken. Ja, da kannst du bei Weiß gucken. Und das ist jetzt sehr schön, dass wir diese Amsterdam-Farbe genommen haben. Ich habe nach meinem Büßner gesucht, aber der war leider leer. Und Amsterdam-Farbe in sich hat so eine Konsistenz, die ist in sich sehr dickflüssig. Und hier, wenn ihr Amsterdam-Farben habt, dann braucht ihr Mischverhältnis 1 zu 3. Ein Teil Farbe, drei Teil von Puring. Ja? Hier bei Böster braucht er ein Teil von Farbe, zwei Teile von Puring. Das machen wir jetzt hier noch ein Teil. Und dann gucken wir, ob die Veränderung stattgefunden ist. Marcel erzählt. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Kunst was Meditatives hat. Also das, was man da jetzt so in Ruhe reinstecken muss, also wer gestresst ist von der Arbeit, der sollte malen gehen, würde ich sagen. Ja, das ist auf jeden Fall, ich habe auch so die Schülerin, die mich sozusagen in Puring rein geholt hat, weil sie voll frustrierend war. Sie hat heute ist genau ein Jahr von Corona und Leute, das habe ich mir nie gedacht, dass ich Corona bedanken würde für das, dass ich Puring kennengelernt hatte. Dann hat plötzlich Zeit gewonnen und sie saß zu Hause, hat angefangen zu mischen, viele Videos geguckt und das gab leider sozusagen nur Misserfolge. Und da hat sie mich gefragt, ob ich das übernehme. Ich habe gesagt, nein, das will ich nicht, weil ja, ich liebe so feine Malerei, wenn man meine Bilder anguckt. Ich male Frosche als Persönlichkeit. Ich liebe mit dünnen Pinsel zu arbeiten. Und sowas dachte ich mir, nö, die Farben mischen und dann gießen, nicht mein Business sozusagen. Aber ich kann euch sagen, nach ein paar Monaten experimentieren, hatte ich richtig meine Rezeptur. Und genau diese Rezeptur wollte ich mit euch teilen. Es gibt noch ein anderes Video, das erste Video, wo ich wirklich sehr glücklich war. Ich hatte diese Rezeptur, ich hatte den Welt gegeben und alle, die das probiert haben, hatten alle sozusagen tolle Puring-Bilder geschaffen. Und das machen wir jetzt heute mit Marcel, weil es ist wichtig, dass alle Farben die gleiche Konsistenz haben. Und das ist nur, wenn ihr das spürt und sieht, könnt ihr das sagen. Deswegen ist Marcel ist heute eure Hände und eure Augen. Er wird uns zeigen. Marcel, wir sehen dich nicht so ganz. Ja, genau. Und schauen Sie mal, wir haben jetzt 3 zu 1 und das ist noch, vergleiche das mit dem 2 zu 1 Weiß.
Ja, misch und nimm mal ein bisschen mehr Farbe. Ja, das fließt, aber noch nicht so, aber im Vergleich zu Schwarz fließt das ein bisschen mehr, oder? Ja. Ja. Und im Übrigen, die Videos werden dann oben verlinkt in der Infobox. Könnt ihr die dann die anderen Videos noch sehen. Gibt auch eine Playlist dazu. Genau, Playlist Pudding, das macht, wie gesagt, die technische Seite übernimmt immer Marcel. Und heute, er ist so, wie er gesagt hat, Versuchskaninchen. Ich zeige das nochmal, damit er das sieht. Ja. Schaut einmal die Farbe. Und ich versuche das so ein bisschen mehr zu nehmen, mehr zu gießen. Wenn man ein bisschen mehr nimmt, dann fängt die Farbe schon ein bisschen fließen, aber sie sollte nicht tropfen, sondern fließen. Und hier bei Weiß, wenn ich dann so rühre, dann sehe ich, dass das schon fließt. Ja, so. Aber seht ihr, das fließt und dann tropft. Ja, das ist nicht richtig. Das muss gleichmäßig wie heißer Honig fließen. Mhm. Dafür nochmal, bei Amsterdam braucht ihr mehr Pudding, das ist 1 zu 3. Wieso ich das zeige? Weil es gibt die Rezepturen, wo die Leute sagen, es ist die Rezeptur 1 zu 3. Und wenn ich bei dem Weiß diese Rezeptur nehme, dann funktioniert sie nicht. Ja? Hier brauche ich 1 zu 2. Deswegen, und wir werden noch eine Farbe nehmen, wo er nur 1 zu 1 der Pudding nimmt. Wichtig ist am Endeffekt, dass die alle Farben die gleiche Konsistenz haben. Und das können wir mit Zimtgrün erreichen. Ja. Und manche nehmen auch Wasser. Wie gesagt, am Anfang habe ich gesagt, ich nehme Tiefgrün. Und ich habe das jetzt hier in diese Flasche so ein bisschen umgekippt. Ja, das heißt hier auch Tiefgrün, damit ich die ist ein bisschen praktischer von Verwendung. Ja, hier muss ich das immer abschrauben. Und ab und zu habe ich keinen Kraft. Was sagst du vielleicht? Ja, und deswegen, wenn ich das aufmache, gieße ich das in diese und hier hatte ich dann so ein bisschen Loch, das ist mir einfacher zu arbeiten. Aber jetzt hat Marcel das aufgemacht. So, Tiefgrün von Böster. Und da kommt, wir dürfen maximal 20% von Tiefgrün nehmen. Wenn wir mehr nehmen, dann haben wir Risse im Bild. Das heißt, wir haben hier so der Becher 200 Gramm, jetzt haben wir hier ca. 150 Gramm. Das heißt, wir nehmen erstmal 15 Milliliter, ja, das hatten wir unsere Becher 20 und 40. Wir nehmen diese Markierung so ein bisschen weniger als 20. Und jetzt geben wir das langsam so ein bisschen in unsere Farbe und fangen das zu mischen. Mhm. Nicht das ganze 10% rein, sondern ein bisschen mischen, damit das alles gut vermischt ist, gucken und weiter mischen. Mhm. Und du sagst, wird die Farbe flüssiger? Was passiert? Und misch das so, dass die Leute das sehen. Ja, weil ich regiere heute, weil Marcel sieht nicht, was da oben passiert. Und was sagst du? Wird die Farbe schon flüssiger? Merkst du den Unterschied oder ist das genauso geblieben? Flüssiger ist sie schon. Oder was sagt ihr? Also ich finde schon, als Laie. Ja. Und was denkst du, müssen wir noch ein bisschen Tiefgrün dazu geben? Ist das so gefühlt noch dick? Fließt das schon ganz gut? Vielleicht noch ein bisschen oder so, keine Ahnung. Ja, dann machen wir noch ein bisschen. Und wie gesagt, das machen wir wirklich schluckweise. Weil bei manchen Farben werden wir gar kein Tiefgrün gebrauchen. Bei manchen werden wir, wie gesagt, die ganze 20% von Tiefgrün dazugeben. Und spürst du das? Das ist diese geschmeidige, gleichmäßige... Jetzt beschreibst du das. Zeig und beschreib. Ja. Was müssen die Leute spüren? Ja, das ist, dass der Löffel, also dieser Spachtel, leichter durch die Flüssigkeit durchgeht. Also, dass du nicht mehr so viel Kraft aufwenden musst, um die Farbe zu mischen. Und das tut sie auf jeden Fall. Ja, und das zeige ich jetzt noch so, weil hier stehe ich ein bisschen dick. Wenn man schaut einmal, das Marcel hat das jetzt hervorragend gemischt. Ich mache jetzt von allen Seiten. Wenn ich ein bisschen mehr nehme, dann seht ihr, die Farbe tropft nicht, sondern die fließt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Die fließt richtig gleichmäßig. Jetzt hat es so ein bisschen geklopft. Wenn wir sowas sehen, dann merken wir, dass irgendwo war das noch Klumpen. Wie gesagt, das ist so, wie Marcel gesagt hat, das ist so ein bisschen meditativ. Wir sollten so lang mischen, das ist jetzt hier noch, probier mal, das ist noch zu dick. Das musst du merken, dass es noch diese Klumpen kommen. Mhm. Das ist so ab und zu, wenn wir mischen, dann anfangen und dann kommt ab und zu solche fließt und dann plump. Das heißt, das ist noch ein bisschen zu wenig von Tiefgrün. Dann
Da machen wir noch Schlucken. Und jetzt haben wir, bis jetzt hatten wir nur 5% von Tiefgrün von Weiß benutzt. Weil das ganze Geheimnis in Puring-Technik, dass alle Farben die gleiche Konsistenz haben und nicht mehr als 10% Wasser, nicht, das ist wichtig. Bei Tiefgrün gehen wir bis zum 20%, weil das ist Wasserverdünner ist. Ja? Was da drin ist, chemisch gesehen, kann ich euch nicht sagen. Ich kann nur sagen, aus dem Experimentieren, das ist viel, viel besser und weniger gefährlich als Wasser, weil die Farben kriegen keine Risse. Und Marcel, wie ist jetzt? Ja, also ich würde sagen, ist besser. Wie Sahne, wie Schmand, wie mit welchem, wie Milch? Naja, wie Milch jetzt nicht so. Bisschen festere, so dickmilch irgendwie, würde ich sagen. Das ist so, ich sage ungefähr wie Pfannkuchenteig. Kann man so, das ist schon flüssig, aber wie gesagt, ganz viele beschreiben das als heiße Honig, ja? Und wichtig ist, dass das von unserem Stäbchen halt abfließt. Und wir sehen jetzt, dass das diese weiße Farbe ist, so, dass das richtig dieses Fluss hat. Ja, und jetzt wieder klumpt. Siehst du, hat wieder geklumpt. Hast du gesehen? Mhm. Das, ihr seht das vielleicht nicht, das brauchen wir noch ein bisschen, ja? Es sollte alles so homogen sein, dass es so, jetzt fast, ja? Aber siehst du, ist noch ein bisschen zu dick. Wir machen noch so Schlückchen. Vielleicht wird das wirklich die ganze 10% reingehen und ich mache schon tiefgrün in unsere Schwarz. Und ich kann euch gleich sagen, da werden wir 20 gebrauchen, aber wir machen trotzdem erstmal 10%. Weil mit Schwarz wird ein bisschen komplizierter. Komplizierter nicht, aber ihr werdet sehen. Und Marcel wird uns berichten. No? Und jetzt? Ja, ne? Weiß ich nicht. Ja, und dann spürst du Unterschied? Ja, beim Rühren schon, ja. Und beim Tropfen? Nimm mal ein bisschen mehr? Ein bisschen mehr Farbe? Ja, und jetzt? Siehst du? Das musst du dir mal. Jetzt tropft es wieder. Versuch mal. Ja, genau. Das ist so ein bisschen wie, ich komme von der Waldorfschule oder war auf der Waldorfschule und da war ich auf so einem Landwirtschaftspraktikum und da mussten wir Dünger rühren. Okay. Und aber den Dünger durften wir immer nur in eine Richtung drehen. Ich glaube, es war mal rechts rum, weil rechts rum drehst du die Energie in den Dünger und dann wachsen die Pflanzen besser. Okay. Ich fühl mich gerade ein bisschen zurückversetzt in das Landwirtschaftspraktikum. Na, sieht eher so ein Vergleich, das ist so. Nur, dass der Becher ein bisschen kleiner ist als der. So, auf jeden Fall, das ist, diese Konsistenz sollte Marcel merken, ja? Dieses gleichmäßige Fluss von Stäbchen, das ist unsere Konsistenz. Jetzt versuch mal selber hier das. Ja, hier schon was drin, oder? Nee. Da machen wir gleich ein bisschen mehr, weil, wie gesagt, bei Schwarz wird er merken, dass wir da so ein bisschen, sage ich, Widerstand haben, weil die, wie gesagt, Amsterdam-Farbe in sich schwer ist und sie ist ein bisschen hartnäckig. Ich wollte am Anfang gar nicht flissen, aber das kriegen wir auch hin. Merkst du den Unterschied zu Weiß? Ja. Ja. Das fließt sie mal hier gar nicht. Es hat angefangen, dann machen wir noch. Und bei Weiß, wie gesagt, muss der merken, wir haben so circa 7% von Tiefgrün benutzt, ja. Wie gesagt, man sagte, dass bei manchen Farben braucht man das gar nicht, aber maximal 20%. Guck mal, Arzt könnte ich gar nicht werden, so eine zittrige Hand, wie ich habe. So mischen, rühren und dann. Ja, und nimm mal. Wir müssen noch ein paar Witze erzählen, weil das dauert ja ganz schön lange hier, nicht, dass die Zuschauer oder dass ihr Zuschauer dann denkt, boah, ich schlafe gleich ein, ich brauche mal einen Kaffee. Ja, ist halt so, ja. Deswegen haben wir uns Zeit genommen und wir haben gesagt, okay, wir schneiden nichts aus. Wir zeigen es genauso. Jetzt sieht ihr, der Becher ist leer. Unsere 10% ist aus sozusagen. Wir machen den nächsten 10%. Das ist so, wie gesagt, bis zur Markierung 20 Milliliter. Ja, das ist so in diesem Becher. Und dann mischen wir weiter. Wir nennen das Video einfach Grundwissen um Puring. Wie nennt man das? Eine perfekte Rezeptur zum Puring von Anfang bis zu Ende sozusagen. Genau, also die nächsten Videos werden dann nicht so
detailliert sein. Dann wisst ihr nämlich auch, wie ihr die Farben mischen sollt. Genau, weil eine Video habe ich mit Keanu gemacht. Keanu ist 12, das ist meine Malschule. Meine Malschule ist zurzeit zu. Und dann habe ich mit Marcel gesagt, Marcel, komm, wir versuchen noch ein was Ähnliches zu machen, weil das ist super angekommen. Und Keanu hat bei mir schon ein paar Bilder gepurt. Und das ist jetzt spannend, dass Marcel das gar nicht weiß. Und wir gucken, ob es bei ihm klappt, ja. Und ich habe auch so 2 Monate Pause, ob wir das noch überhaupt drauf haben. Naja, es könnte auch Fusch sein, ja. Wir wissen das nicht. Das ist das Spannende. Nein, Quatsch. Das. So, und nähte sich zu den unseren. Ja, es wird besser. Es wird besser. Habt ihr gehört? Machen wir noch ein bisschen. Und da sind wir schon so circa bei 15%. Dann darf ich Stäbchen haben? Ja. Weil es ist hier im Becher ist noch so viel Farbe. Das wollte ich, weil ich bin weiß ganz genau, dass wir hier schon 20% gebrauchen werden. Weil Amsterdam-Farbe sehr hartnäckig, aber sie haben sehr schönes Türkis, was ich ab und zu in meinen Bildern verwende. Und da ist auch dieses, wie gesagt, einfach merken, 1:3 plus 20% Tiefgrund. Ja. Ich gucke jetzt nur kurz, was Marcel hier gemischt hat. Also das ist schon ziemlich flüssig. Ich finde, das ist schon... Ja. Ja. Das ist schon ganz gut. Ja, dann nehmen wir das auch so. Ja. Aber du musst das spüren. Hm. Wir nehmen das einfach so, das ist ein Schritt zum... Hier ist das so ein bisschen Wissenschaft. Das ist schon so von Flüssigkeit ist schon ganz gut, ja, aber es klumpft noch ein bisschen. Du hast noch nicht. Wir versuchen so diese Methode von Lena jetzt so ein bisschen. Mach mal einfach so ein bisschen. Weil das ist noch nicht, wie gesagt, ihr solltet verstehen, die Farbe sollte richtig gut durchgemischt sein. Und ich habe auch noch vergessen zu sagen, wir brauchen 2 Lappen. Eine Lappen ist trocken. Und der andere ist nass. Wieso? Weil es passiert sowas. Das können wir mit nassen Lappen immer unsere Hände sauber machen. Und dann weiterrühren. Aber das Händewaschen, das haben wir jetzt ja gelernt. Corona hat uns beigebracht, wie man Hände wäscht. Das können wir auch schon, ja. Wir sind sowas von vorgeschritten. Und jetzt gucken wir nochmal. Was hat es das gebracht? So, schaut mal. Die Farbe ist... So, Marcel sieht das jetzt ganz gut und ich weiß nicht, ob er das sieht, die Farbe. Jetzt fließt das besser, aber ich würde sagen, dass ab und zu tropft das noch und diese Tropfen, das darf nicht sein. Deswegen machen wir noch ein bisschen von unserem Tiefgrund. Also kann man sagen, dass die Farbe perfekt ist, wenn sie nicht mehr tropft? Nee, sie sollte fließen, genau, genau. Die Farbe perfekt ist, wenn sie richtig von unseren Stäbchen abfließt, ja. Deswegen die Technik heißt auch Fluidtechnik und das muss nicht tropfen, sondern fließen. Ja. Ja. Merkst du das? Aber die Leute sehen das nicht. Ja, genau, vielleicht zeigst du das. Ja, weil das ist genau der Satz. Ja, und jetzt erzählen. Die Leute sitzen zu Hause und sie wissen nicht, wann müssen sie aufhören. Also wenn ihr jetzt nicht rechnen oder wiegen oder weiß der Geier was machen wollt, dann ist, glaube ich, einfach nur dann alles richtig, wenn die Farbe fließt und nicht mehr tropft. Und dann wisst ihr, dass ihr alles richtig gemacht habt. Ja. Also Schluck für Schluck rein, berühren und wenn sie dann anfängt zu fließen, das ist jetzt das, was ich daraus mitnehmen kann, dann ist es perfekt. Genau, aber das ist jetzt nicht so ganz richtig, was er gesagt hat mit dem Nicht-Wiegen, Nicht-Sein, sondern wir haben dann 3 Becher von unserem Fluid, 1 Becher von unserer Farbe und 20% von unserem Tiefgrund. Das ist unsere Rezeptur für Schwarz. Dann ist das ungefähr die gleiche Konsistenz wie bei Weiß. Dann wolltest du noch Gold dazu nehmen. Ja. Ja. Und Gold mischen wir so in kleinen Bechern. Es gibt so die mittlere da oben. Die sind so mittlere, genau. Und gib mir noch ein kleines. Genau, das ist so die Becher, die sind so die Hälfte von denen. 100 Milliliter. Ja? Genau, das brauchen wir für dieses Bild nicht so viel. Und die kleinen Becher brauchen wir für Messen. Und er mischt Gold und ich mische gleich Silber, weil ich wollte bei meinem Bild Silber machen.
Und Silber und Gold haben wir von Gerstecker Bronze, das finde ich die schönsten Farben. Und hier haben wir unsere Flötennägel. Hier machen wir zuerst 1:1 und wir nehmen nur die Hälfte. Das ist, weil wir brauchen von Gold und Silber nicht so viel, ja? So, 20 Milliliter und dann nehmen wir 20 Milliliter von Gold, so. Und jetzt mischst du das und erzähl deine Erfahrung, was du spürst. Und ich mache das gleiche mit Silber. Das sind die gleichen Farben, der Silber von Gerstecker, Bronze. Coole Farbe, leuchtet sehr schön, hat richtig schöne Struktur, bisschen Glitzer. Also hier fließt nochmal gar nichts. Ups, es fließt erstmal gar nichts, ja? Ziemlich dick, oder? So, ein Teil von Pudding und ein Teil von Gold und, ach, ich habe jetzt auch Gold genommen. Oh nein, ich wollte Silber. Egal, ich mache dann Gold. Jetzt siehst du. Eigentlich wollte ich Silber machen. Also das soll jetzt da rein, ja? Genau. Jetzt, achso, du hast nur die Farbe gemischt. Ja, ja. Nein, du sollst die Farbe... So, wir sind so nicht betrunken. Nein, wir sollten 1:1 Farbe mit dem, schon mit unserem Fluidmedium mischen. Und dann sagst du, jetzt hat er nur die Farbe gemischt und hat gesagt, passiert nichts hier, wird auch nicht passieren. Nee. Leider. Mhm. Oder Gott sei Dank. Und dann warte ich so, wie gesagt, wir mischen das und das ist jetzt Mischverhältnis 1:1. Und ich bin gespannt, was Marcel dazu sagt. Ja, ja, wenn er das gemischt hat. Entschuldigung kurz. Das ist auf jeden Fall schon besser, ne? Ja, siehst du, das ist schon, das ist schon so ein bisschen besser. Aber fließt das schön, wie du willst? Ist das zu dick? Ist das... Wie beschreibst du das? Zu dick. Ist noch zu dick, ja. Das heißt, wir nehmen so bei Gold, haben wir wieder unsere Proportionen 2:1. Ein Teil Gold, zwei Teile Fluid. Und dann schön mischen. Und jetzt brauchen wir da Tiefgrund. Was sagst du? Ich mische. Also ich würde sagen, warte, bis Marcel sagt, ob wir da Tiefgrund brauchen oder nicht. Ich würde behaupten, nein. Sehr gut, jetzt hat er das drauf. Schaut mal, das fließt, es tropft nicht. Das heißt, bei Gold und bei Silber, jetzt habe ich leider kein Silber gemischt, es fließt total schön und wir brauchen da keine Tiefgrund. Was wollte ich euch damit zeigen? Wie gesagt, jede Farbe, jede Marke vermischt sich anders mit dem Fluidmedium. Für euch, damit eure Bilder richtig top aussehen, keine Risse bilden, braucht jede Farbe die gleiche Konsistenz. Ja? Und es sollte Minimum 1:2 Farbe zu Fluidmedium sein. Bei Amsterdam haben wir das 2:3, also 1:3. Und es gibt aber die Farben, wo wir nur ein Teil von Fluidmedium. Und zwar, wir nehmen Blau, wir wollten beide Blau. Ich denke, wir bleiben auch bei beiden Farben, weil Marcel hat ein bisschen Zeitdruck schon. Sehe ich das, merke ich, spüre gerade. Deswegen, wir machen das heute doch ein bisschen einfacher. Und vielleicht, wenn es euch Video gefällt, dann können wir das wiederholen. Warte. So, wir nehmen, das habe ich schon gesagt, bei diesem Farbe, das ist Farbe. Wollte ich. Oh, oh. Die Farbe war schon auf, liebe Leute. Alles gut, wir sind in Kunstraum. Schaut mal, das habt ihr aber gespürt. Diese Farbe, das wollte ich zeigen. Hört ihr das? Die ist flüssig und diese Farbe heißt auch Liquid. Wenn ihr Liquidfarben habt, dann solltet ihr weniger mischen.
Okay. Das wird jetzt Marcel uns sagen. Ja. Weniger oder, wischen, aber mehr wischen. Naja, das war jetzt so ein bisschen. Wir nehmen von Blau sozusagen, das ist jetzt ein bisschen mehr als 20 Milliliter. Wir nehmen die Hälfte, ja, weil das sollte ein bisschen sozusagen ungefähr genauso viel wie Gold sein. Und bei Gold hatten wir 2 zu 1 genommen. Und hier nehmen wir das 1 zu 1. Das ist so ein Teil Farbe und ein Teil Fluidmedium. So. Sozusagen Hälfte, Hälfte. Hälfte, Hälfte. Und jetzt mischst du und sagst, wie ist das? Ist zu flüssig? Ist zu dick? Ja, das ist ja gut. Da muss man ja gar nicht mehr rühren. Ja, das ist sozusagen für die faulen Säcken zwischen uns, die nicht so viel mischen wollen. Dann, liebe Leute, kauft einfach Lucas Liquid. Jetzt habe ich Werbung von Lucas gemacht. Dann muss der nicht so lange mischen. Obwohl es ist ganz oft, dass die Leute, die mit Pudding anfangen, haben zu Hause ganz viel Farben. Deswegen könnt ihr wirklich alle Farben kombinieren, weil ab und zu sagt man, nee, man muss nur eine Marke nehmen. Alles Quatsch. Man sollte nur die richtige Konsistenz haben. Und? Ist es geil, oder? Ja. Genau. Erzähl jetzt. Fließt, ja. Es ist... Es fließt. Ja, also es ist wie Milch. Wie gesagt, das ist Liquid und ich denke, wir machen das jetzt so, damit wir einfach Unterschied sehen. Ich dachte, damit wir doch ein bisschen spannender machen. Ich nehme auch Liquid, aber lila und wir fragen bei Marcel, ist das wirklich so bei jedem Liquidfarbe oder nur bei Blau? So, ich mache das, ich so wieder schütteln und er merkt, das ist jetzt zu flüssig raus. Und er spürt, ja, weil die andere Farbe ist nicht so flüssig. Und wir nehmen wieder dieses 1 zu 1, halbe Becher sozusagen, halbe Becher von Farbe. Ich habe das in Blau getan, weil Blau mit Lila kann man sich ganz gut vermischen. Und Blau. Und dann nehmen wir halben Becher von unserem Fluid. Und Marcel berichtet, ob wir da noch Tiefgrün dazu machen sollten oder nicht. Kannst du das auch abkratzen? Das tun wir hin. Mhm. Weil jetzt sind wir sozusagen mit Mischen fertig, liebe Leute. Und dann kommt die spannende Geschichte. Und dann werden wir das Ganze gießen. Also man muss wissen, Vorbereitung dauert am längsten. Und ein Zehntel davon ist dann malen, oder was? Ja. Also, beziehungsweise malen tun wir ja nicht, wir gießen, ja? Naja, wir können das nach der Zeit gucken. Schauen Sie mal, liebe Zuschauer, wir sind schon 48 Minuten dabei und wir haben die Farben gerade gemischt für 2 kleine Bilder. Man kann natürlich größere Mengen von Farben mischen und gute Nachricht ist, er könnte, wenn er weiß, ich will morgen und übermorgen auch noch gießen, dann könnte er ein bisschen mehr gleich mischen. Wir haben das jetzt erstmal nicht vor, aber ich denke, wenn heute irgendwelche Restfarben bleiben, machen wir vielleicht am Donnerstag noch ein kleines Video, wo wir ein anderes Produkt testen würden, weil ich habe ein teures Fluidmedium gekauft und da vielleicht machen wir so ein Vergleichsvideo. Mhm. Ja? Also ist auf jeden Fall nicht anders als Blau. Ja, genau, okay. Das wollte ich wissen. Und ja, das heißt, wenn wir Liquid Farbe nehmen von Lukas, dann ist das 1 zu 1 und dann sollte man kein Tiefgrün und dann spart man Zeit. aber wie gesagt, wenn ihr sagt, ich fange gerade an und ich habe so viel Farbe, dann braucht er immer die richtige Konsistenz von Farben. Und jetzt geht unsere Zauberei los. Es kommt immer wieder auch die Frage, wie ist das mit dem Zählen? Wie kriege ich schöne Zählen? Und das ist das Geheimnis. In Schwarz und in Weiß legen wir kein Silikonöl. Ja? Bevor wir gießen, sollten wir die Farben auch nochmal rühren.
damit wir sehen, okay, die Farbe fließt, weil wenn die Farbe steht, wir haben jetzt fast eine Stunde gemischt, die Farbe hat sich abgesetzt und so weiter. Und dann haben wir das gemischt. Was meinst du mit Zellen? Zellen, das sind in Bildern entstehen solche... So eine Inseln oder was? Genau, da sind so diese Abgrenzungen, ja. Da sind so kleine Zellen, große Zellen. Und zum Beispiel, ich habe hier ein Bild, wo die Zellen richtig, richtig riesig sind. So, ja. Da sind die Zellen. Und die kreieren wir mit Hilfe von Silikonöl. Okay, ja? Und das Bild hier hat ja gar keine Zellen. Und das Bild, genau, das kann ich auch zeigen. Das Bild hat gar keine Zellen, das ist eine Ringpur. Da benutzen wir kein Silikon und da werden die Farben anders gegossen. Ach so. Ja, und heute machen wir sozusagen ein Bild mit Zellenbildung. Zum Beispiel, ich zeige noch eins, da sieht man hier auch. Da sind hier auch ganz zarte, ganz viele Zellen entscheiden, also gekommen. Und es ist ganz oft, dass die Leute mit Puring anfangen und das Bild hat gar keine Zellen. Und dann sind sie frustrierend und dann gibt es zwei Geheimnisse. In Schwarz und Weiß, das sind unsere Grundfarben, kommt kein Silikonöl. Mhm. In allen anderen Farben kommt Silikonöl. Und wenn er größere Zellen haben wollt, dann sollte er langsam rühren. Wenn er sagt, ich brauche viel kleiner, dann das so. Aber ich empfehle das nicht. Das ist, wie gesagt, die kleinen Zellen entstehen auch so. Deswegen, wenn Silikonöl kommt, langsam ein paar Mal rühren. Das macht jetzt Marcel. Also kann man sagen, je größer die Zellen sind, desto langsamer hat man gerührt. Genau. Und wenn man ganz viele Zellen auf seinem Bild hat, dann weiß man, okay, es war zu schnell. Das war zu schnell, das war zu mickrig und so weiter. Da gibt es auch natürlich andere Faktoren. Und wir haben jetzt sozusagen circa 50, so 60 Gramm Farbe und wir brauchen 3-4 Tropfen, nicht mehr. Das ist in diesem Fall ist weniger ist mehr. Und das reichen wirklich 3-4 Tropfen von Silikon. Langsam rühren. Ich mach mal die Technik. Genau, die Technik von Svetlana ist auch fantastisch. Und dann in jede Farbe, liebe Leute, ja, ich habe hier so eine Pipette. 1, 2, 3 Tropfen. Ne? Wenn der vierte kommt, dann in Gold mache ich jetzt 4. Weil Gold ist ein bisschen, das ist Metallfarbe, ab und zu legt man auch in Gold gar kein Silikonöl. Aber das ist dann eure Entscheidung, ja, das ist so, ihr seht, dass es in Gold sind auch so ein paar Luftblasen entstanden. Und wenn ihr das seht, dann könnt ihr das auch so ein bisschen klopfen und dann sind sie weg, ja? Genau. Und dann langsam rühren. 1, 2, 3, 4 Tropfen. Und dann, ich habe Silikonöl von Createch. Und ich sage euch, ich habe schon ca. 100 Bilder gepurt und Marcel, da kannst du sehen, das ist fast voll, ja? Hm. Siehst du? Deswegen, ihr braucht wirklich 3-4 Tröpfchen, nicht mehr. So, hast du alle leicht, ja? Das, was du noch hast, noch nicht. Also noch nicht. So, dann seht ihr, so langsam, leicht rühren reicht, ja? Jetzt habe ich gesagt, ich zeige ein Beispiel von kleinem Bild, wie das ganze Technik funktioniert und dann macht Marcel Puring auf diesem großen Bild und ich mache das jetzt, wie gesagt, wenn wir die Farben gießen, brauchen wir, das sind die Farben von Marcel, so, und ich nehme diese 4 und meine Hauptfarbe wird weiß, schwarz nehme ich ein bisschen als Akzenten dazu. Und Gold und Lila sind halt meine Hauptfarben sozusagen, die Farbe, die sich öffnen. Und jetzt, wo ich mein Leinwand habe, nehme ich wieder, ich merke, dass das auch so ein bisschen schief. Ja, irgendwie. Irgendwo noch ein bisschen schief. Also. Ich nehme mein Tiefgrund und ich mache ein wenig so, eine kleine Pfütze sozusagen hier reingießen. So,
Wieso ich das mache? Die Leute, die vielleicht aus Wandmalerei-Bereich, aus die vielleicht Wände geputzt haben oder so, wissen, damit eine bessere Verbindung von Putz und Wand entsteht. Was muss man machen, Marcel? Weißt du das? Anfeuchten, ne? Ja, ganz einfach. Es ist deswegen, wir machen das einfach. Meine Hände sind jetzt nicht so ganz. Ich nehme andere Handschuhe, weil ich sehe, da entsteht ein bisschen. Die Farbe ist getrocknet und hat ein bisschen Fuseln gebracht. Du guckst bei dir, wenn das so ist. Ich habe das alles so ein bisschen angepasst. Das ist jetzt hier, weil wir brauchen schon sozusagen, dass keine. Wir brauchen eine saubere Oberfläche. Genau, das jetzt geht die ganzen Fuseln weg. Und wichtig ist, dass wir das Ganze, die Ränder auch nass machen. Ja? Du guckst. So. Ränder nass gemacht. So. Jetzt ist das alles sozusagen gefeuchtet. Macht auch nicht jeder. Ich habe das für mich festgestellt. Für mich ist das so besser. Und ihr könntet das mal mit, mal ohne probieren. Und da bin ich gespannt auch auf eure Ergebnisse. Wie gesagt, seien Sie experimentierfreundlich und teilen Sie mit mir eure Rezepten. Ich nehme als Grünton Weiß. Und ich gieße das auf mein Leinwand, so. Und jetzt verteile ich auf meinen ganzen Leinwand diese Farbe. Ja? Man kann es so verteilen, man kann das auch mit der Hand verteilen. Es ist egal, wie er das verteilt. Mhm. Und weißt du, wieso wir das machen? Und die Ränder auch? Ist das die Grundierung oder was? Genau, das ist so unsere Grundierung, damit die Farbe richtig schön fließt, ja? Und jetzt sind unsere nassen Lappen angefragt, weil ihr seht, wenn er das so verteilt, dann haben wir praktisch, dann müssen wir das, die Farbe wegnehmen, weil wir brauchen jetzt, Marcel, kannst du sehen, gibt es da Bläschen? Jetzt ist eine Kunde da, Entschuldigung. Es ist leider, wir wissen das leider nicht. Ja. So, Entschuldigung, so ist das, wenn man im Atelier ist. Die Kunden interessieren sich, wenn wir das auch machen, das können die ich leider nicht sagen. Marcel, siehst du jetzt so die Bläschen im Bild? Mhm. Und da kommt dieses Gerät rein. Wir dürften keine Bläschen haben, die werden wir wegblasen, siehst du? Und so, wenn wir dann mit Heißluftpistole draufgehen, dann gehen die Bläschen weg. Wenn ein paar bleiben, ist nicht so schlimm, Hauptsache die großen gehen weg, ja? Diese Blasen brauchen wir nicht. Bitte nicht zu lange, weil sonst verbrennt sich die Farbe. Okay. Nur so diese grobe Bläschen müssen weggebläst werden. Und jetzt kommt die Zauberei. Dafür brauchen wir, weil wir machen Open Cup Technik, einen Becher einfach so abschneiden. Wir brauchen ein Loch praktisch. Da gieße ich jetzt meine Farbe, weiß. Stelle ich da rein diese Becher. Du hast größere Leinwand, kannst du zwei stellen dann. Ich habe kleinere. Und jetzt abwechseln, gieße ich meine Farben rein. Langsam. Und dafür siehst du, die Farbe fließt, ja? Mhm. Das ist wichtig, dass die Farbe fließt. Ja, das ist diese fließende Technik. Die Farbe muss fließen. Und dann werdet ihr sehen gleich, dass das die Idee ist, dass die Farbe, seht ihr, diese Furze wird größer. Mhm. Und dann werdest du gleich diese tolle Effekte sehen. Halt die Zellen. Siehst du? Mhm. Und so könnte man das, wie gesagt, abwechseln, die Farbe reingießen. Ich habe heute lila,
und Gold genommen. Und einfach rein oder irgendwann stoppen? Einfach reingießen. Achso. Das ist Gießtechnik. Ich nehme auch noch ein bisschen Weiß. Jetzt nehme ich noch ein bisschen Gold. Sieht er, das ist hier, das entstehen so diese kleinen Kugelchen sozusagen. Mhm. Da sind alle unsere zukünftigen Zellen. Das ist die Reaktion von Silikonöl. Also die kleinen Punkte, okay. Mhm. Mhm. Und die werden größer. Mhm. So, ich würde sagen, es reicht. Wichtig ist, dass wir jetzt 5 Minuten warten. Solange ich hier warte, machst du dann da weiter. Okay. Wieso ist das wichtig, liebe Leute? Weil es sollte hier eine chemische Reaktion oder Physik ist das mehr, passieren, dass das Silikonöl sich öffnet. Und Marcel, siehst du? Mhm. Wir haben jetzt noch nichts gemacht. Oh, okay. Ja? Ja? Und ich mache das jetzt mit Schwarz. Und du machst jetzt mit Schwarz. Aber bevor du mit Schwarz machst, was musst du zuerst? Brauche ich Weiß oder was? Achso, nee, die Grundierung. Seht ihr, Leute, so geht's. Dann, so könnt ihr dieses Bild anschauen, wie das weiter hier sozusagen Reaktion sich öffnet, wie die Zellen sich öffnen. Weil hier brauchen wir wirklich 3 bis 5 Minuten Zeit, bisschen kippen. Okay, wie viel? Reicht. Und einfach unsere Leinwand feucht machen. Also ruhig so rüber schmieren, ja? Ja. Er macht das feucht und was ich jetzt mache, schaut ihr mal, die Farbe fließt und ich kann das auch so ein bisschen meinen Becher bewegen, dass es mehr Farbe fließt und ich kann das einfach so hochheben, aber wenn ich nur hochhebe, dann entsteht hier nur so, naja, komische Muster. Was ich mache, das macht mir so Spaß, ich drehe meinen Becher so ein bisschen so und seht ihr, was entsteht da, auch interessante Muster, das ist so und dann nehme ich jetzt meinen Becher raus. Und wir gucken weiter, was Marcel macht. Ja, was so, kommt danach? Ich nehme jetzt den Becher. Du nimmst jetzt Schwarz. Genau, deine Grundierung ist Schwarz. Ich habe Weiß genommen. Marcel nimmt Schwarz als Hauptton und gießt da sozusagen ein sein Bild. So? Ein bisschen mehr. Und er sieht, da der Leinwand feucht ist, dass auf kapillare Wege fliegt schon die Farbe. Noch ein bisschen mehr. Noch mehr. Ist noch ein bisschen zu wenig hier. Ja, und jetzt kannst du das halt ein bisschen fließen lassen, ja? Genau. Das gefühlt hat er ein bisschen zu viel Tiefgrund genommen, aber nicht so schlimm. Dann fließt die Farbe ganz gut. Wichtig ist, dass die ganze Oberfläche dann so geflossen ist mit, den, mit seinen Grundierungen. Ich bereite schon 2 Becher. Weil er wird mit 2 Becher arbeiten, denke ich mir. Er hat ein bisschen, ich würde noch ein bisschen mehr schwarze Farbe noch drauf kippen. Mhm. Ja. Weil das ist noch zu wenig. Guck mal, in die Mitte hast du dann so ein bisschen, in die Mitte viel Farbe und an die Seiten so genau dünn. Dann mach mal in die Mitte noch. Nee, gieß das ruhig in die Mitte. Das ist immer, arbeiten wir von der Mitte, genau. Und dann mach das nochmal. Genau. Genau, seht ihr? Dann fließt die Farbe noch besser. Deswegen machen wir diese Grundierung, dass die Farbe, das geht um diese fließende Technik, damit die Farbe richtig schön fließt. Ja. Genau, und jetzt kannst du das genau bis nach da. Oder du kannst ein bisschen, wenn in die Mitte zu viel ist, mit der Hand ein bisschen, was ich gemacht habe, so einfach rüberfahren. Mhm. Und dann werdest du merken, dass du hier in die Mitte viel zu viel Farbe hast. Merkst du das? Mhm. Und das muss gleichmäßig auf allen ganzen Leinwand und auch auf die Ränder kommen. Genau, das ist wichtig, weil das, was er macht, er bereitet das noch vor, sein Leinwand, damit unsere Farben, was er da drauf gießen würde, sich richtig schön entfalten. Ja? Und jetzt sind es bei mir so 4 Minuten rum. Jetzt sieht er, da sind so ein paar Zellen entstanden. Ich nehme jetzt meine Heißluftpistole. Stelle das auf 500 Grad
Das musste ich erstmal lernen. Ja. Und dann gehe ich mit der Wärme auf Leinwand, aber ich gehe erstmal bei dir kurz. Mhm. Er hat aber nicht so, Marcel hat nicht so viel Blasen, siehst du, da sind sie so weg. Mhm. Und jetzt kannst du schon Becher abschneiden. Und hier habe ich jetzt meine 500 Grad erreicht. Ja, so, 400, 500 erreicht. Jetzt gehe ich auf diesen Weg und schauen wir mal, was passiert. Sieht ihr? Marcel, hast du das gesehen? Dass wir jetzt noch mehr Zellen gekriegt haben. Mhm. Durch Zugabe von Wärme. Wichtig ist, dass wir nicht zu lange das Ganze erwärmen. Ich helfe hier ein bisschen Marcel, eine Pfütze, ja? Und dann stellst du den Becher und gießt du sozusagen deine Farben, eine, dann andere. Und ich muss das hier weitermachen. Mhm. Du guckst mit einem Auge. Weil, Leute, jetzt seht ihr, wir haben das, was Marcel gemacht hat. Dann haben wir das 5 Minuten stehen lassen. Dann haben wir unsere Heißluftpistole genommen. Die Zellen haben sich aufgemacht und jetzt beginnt dieser Moment der Zauberei nach einer Stunde. Und das ist diese Kunst, was wir eigentlich alle wollen. Man darf nicht zu schnell sein. Ja? Das ist jetzt hier, Marcel, wenn du anfängst, dein Bild zu bewegen, ja, mhm. dann siehst du, dann darfst du nicht hektisch sein. Okay. Das ist der größte Geheimnis überhaupt. Wir haben die Farben so lange gemischt und dann die größte Fehler, was bei ganz vielen passiert, dass die das zu schnell kippen und dann ist diese ganze Muster leider weg. Ja? Soll ich jetzt noch einen zweiten Becher draufstellen? Weil so viel genau, Farbe habe ich jetzt mach mal rein. Zweite Becher und du kannst zum Beispiel weiße, du machst das in Yang, mache ich auch öfter, dass du hier zum Beispiel weiße Farbe nimmst, dann hast du und dann machst du abwechselnd deine Gold und Blau. Genau, und so kann man dann so, wenn man ein größeres Bild hat, praktisch, und hier ziehe ich das weiter, weil länger kann ich auch nicht warten, sonst werden die Farben dann zu trocken, weil das muss man sozusagen den richtigen Moment erwischen, wie lange warte ich, und wie ihr seht, da entsteht mein Muster. Und die Farbe, wie gesagt, Leinwand drehen, da sind so diese fantastische Zellenbildung ist da. Bei Marcel sieht er das auch schon. Und Marcel sollte jetzt warten. Soll ich nicht drehen oder was? Erstmal nicht. Mhm. Erstmal kannst du gucken. Das ist wichtig, wenn du dein Bild gehst, ja? So mit mhm. Händen kannst du das ein bisschen helfen. Mhm. In die Ecken gehen, ja? Und du siehst, wie die Farben sich öffnen. Ja, und da kann ich dann so sagen, da will ich, dass das noch mehr runtergießt. Und wir sehen, ich habe Lila genommen und jetzt fängt sie an, sich zu entfalten. Ja, am Anfang haben wir kein Lila gesehen. Mhm. Und jetzt seht ihr, da kommt von unten so ein bisschen Lila, so die Zellen, ja. Ich helfe so ein bisschen mit Finger. Und so fließt meine Zeichnung, sozusagen mein Bild, nach links, nach rechts und von einer Ecke zu den anderen. Ja, dann sage ich so, diese Ecke ist noch offen, da kann ich das hier drehen langsam und diese Ecke gießen. Mhm. Ja? So, und wenn ich merke, die Farbe wollte nicht so schön fließen, dann kann ich auch ein bisschen Farbe nähen. Und hier in die Mitte nie, bitte nie in die Mitte Farbe dazu geben. Aber am Rand, das können wir, ja? Mhm. Weil das war einfach hier zu wenig Farbe. Und so kann ich mir dann sozusagen ein bisschen Farbe nehmen. Und dieses Prozess so ein bisschen, kann man sagen, beschleunigen. Jetzt siehst du, dann sammelt sich die Farbe. Mhm. Und jetzt kann ich dann so hier ein bisschen mehr kippen, zum Beispiel, damit die Farbe komplett da fließt. Ja, hier kann ich schon ein bisschen kippen. Ja? So, jetzt ist das da zum Rändern gekommen und dann kann ich jetzt gucken, was will ich noch in mein Bild erreichen. Ja, wenn ich dann ein bisschen tiefer, dann öffnet sich der Gold noch ein bisschen mehr.
Und dann öffnen sich auch diese lilane Zellen. Ja, und das Bild lebt noch, ja? Ich kann sagen, ich wollte das zum Beispiel noch mehr öffnen. Dann kann ich dann so kippen und dann wird diese Schleife sich öffnen. Siehst du? Wir sind heute gefragt. So, meine Lieben. Mein Bild ist jetzt fertig. Ich würde da wirklich nichts, obwohl ich ziehe das noch ein bisschen da. Und Marcel, bei dir öffnen sich schon fantastisch die Poren und du kannst jetzt die Becher rausdrehen. Und es ist auch wichtig, dass wir so alle Ränder so ein bisschen, Marcel, hast du gesehen, ich halte immer unten, ja, dazwischen kann man die Hände abtrocknen, ja, unten halten. Jetzt fließt das bei dir sehr stark. Dann würde ich das, warte. Wir haben hier ein kleines Problemchen, da müssen wir föhnen schnell. Okay. Und dann gibst du das bitte da erstmal. Mhm. Aber die... Ihr seht, hier haben sich die Zellen schon super geöffnet. Und dann gehen wir leicht, schaut mal, auf der dunkleren sieht man, das ist wirklich so wie Universum. Dann haben sich die Zellen richtig gut geöffnet. Jetzt solltest du richtig leicht so von einer Ecke zur anderen, ohne ganz, dann würdest du vielleicht erstmal da die Ecke füllen. Guck mal, dass die Farbe da fließt. Helfe ich noch ein bisschen, genau. So, genau, und dann gibst du das halt, schaut mal, was für ein tolles Universum haben wir da, mit Blau und Schwarz, viel mehr Kontrasten, dann sieht er, auf Schwarz entstehen viel mehr Kontrasten, nicht zu schnell, nicht zu schnell, wichtig, dass wir das langsam, sonst, was passiert, wenn wir zu schnell machen, dann verschwinden alle unsere Zellen, die sind einfach, husch, die sind einfach weg. Deswegen langsam mit Gefühl, sonst war unsere ganze Mischerei, wenn man ein bisschen schneller kippt, dann ist das alles weg. Ist leider so. Deswegen langsam und schön. Ich mache mein Bild ein bisschen zur Seite, damit Marcel ein bisschen mehr Platz hat und keine Angst hat, dass er das hier so etwas fair schmiert. Genau da unten, genau hier besser, ja genau, und guck mal da, wenn du die Seite guckst, da kannst du das mit Finger so machen und hier ein bisschen helfen, dann fließt das auch da. Mhm. Ja, und das ist jetzt perfekte Seite, jetzt geh mal auf andere Seite, jetzt fließt das da sozusagen. Ja, und schaut mal, was für tolles Zellenbild hat jetzt Marcel hinkreiert, das ist so, kann man sagen, bei dem Schwarz entstehen noch mehr Kontrasten. Genau, langsam ziehen und dann mit dem langsam ziehen öffnen sich die Zellen. Hier haben wir große Zellen, kleine Zellen und das ist wirklich ein schönes Bild. Und Marcel, erzähl du was. Ich mache meine Ecken hier. Ja, spannend. Hat es gelöst, voll, die Farbe zu mischen? Voll konzentriert. Ja. Das ist, schon erlebenswert, oder? Ja, aber kann man denn, voraussagen kann man das Ganze nicht, ne? Nee. Das ist jedes Mal, wenn wir dir mit dem noch ein Leinwand nehmen und der Rest der Farben gießen, dann hast du wieder ein, obwohl du gleichen Farben nimmst, die gleiche Zahl, die gleichen Leinwand, hast du immer ein Bild, der ein Unikat ist. Okay. Ja, zwei gleiche Bilder, wir können... Also wer es kaufen möchte, ist ein Unikat, ne? Ja, das ist auf jeden Fall ein Unikat. Also unter 100.000 geht hier gar nichts. Nö. Also ihr könnt ja mal bieten in den Kommentaren. Genau. Und eure Erlebnisse sozusagen mit uns teilen.
Was habt euch am besten gefallen? Was habt ihr für Fragen? Was wollt ihr noch über Puring-Technik wissen? Und ja, was haben wir zu viel erklärt? Was haben wir vielleicht zu wenig erklärt? Ich zeige kurz noch mein Bild, weil ich ziehe das auch noch weiter und die arbeitet noch, weil ich wollte, dass bei mir ein bisschen mehr Lila rauskommt. Und da muss man einfach mit Geduld ein bisschen weitermachen. Bei Marcel finde ich, das ist super schön, dass das so alles sich jetzt öffnet und alle Seiten halt mit der Farbe bedeckt sind. Ja, auch wichtig. Und ihr halt unten hält und das Ganze arbeitet circa. Ihr habt circa 15 bis 20 Minuten Zeit nach dem Gießen. Und dann sage ich immer wieder meinen Schülern, liebe Leute, es ist wichtig, rechtzeitig aufhören. Weil irgendwann, wenn wir zu viel machen, verschwinden die schönen Momente, wie wir schön als schön gefunden haben. Und dann ist das halt schade. Ja, deswegen sage ich, lieber Marcel, ich würde an deiner Stelle schon fast aufhören. Fast aufhören, weil du hast in die Mitte coole Effekte. Und wird das dann irgendwie nochmal überlackiert, oder? Genau. Wenn das, es ist so Trockenzeit, ist das ca. 24 Stunden, je nach Schichtdicke. Und unten gehen wir so mit Finger einfach runtergehen, genau. Die Farbe so sammeln, das lassen wir das so auf der Folie. Und dann können wir diese Farbe, was als Restfarbe hier geflossen ist, dann nächstes Mal für nächstes Bild als sozusagen Grundierton nehmen. Wir haben heute weiß und schwarz genommen und sonst können wir das. Und was ihr auch noch machen könnt, das ist auch Geschmackssache, weil ich sehe, mein Bild öffnet sich noch ein bisschen. Dann entstehen hier noch kleinere Elemente und dann könnte man wieder Heißluftpistole nehmen. Es lohnt sich nicht immer, das ist wie gesagt, das ist auch, mal hat man schöne Effekte, man kommt noch viele kleine Zellen, mal kommt gar nichts. Wir gucken jetzt, wie gesagt, heute ist ein Experimenttag und hier siehst du, Marcel, da sind kleine Zellen entstanden, die am Anfang gar nicht zu sehen waren. Jetzt gehe ich damit füllen und seht ihr, da kommt auch noch ein paar interessante Stellen, die dann so weiter sich noch ein bisschen öffnen. Ja? Es ist wie gesagt, man kann machen, muss man nicht machen. Soll ich das bei dir auch probieren? Ja, einmal mal drüber. Ja, es kann man, siehst du, bei dunkleren ist das auch noch interessanter. Da könnte man auch so gucken, vielleicht öffnet sich da. Und guck mal, boah, bei dir hat es richtig gelohnt. Dann Silikonöl arbeitet noch weiter und durch die Erwärmung schiebt er praktisch so die Farbe von unten nach oben. Also es war, glaube ich, recht froh mit dem Rühren, was ich gelernt habe. Also ich habe meine ganze Energie, glaube ich, da reingerührt, oder? Die Zellen sind gewachsen. Ja, die sind dann gewachsen. Wie die ja? Produkte auf dem Feld. Genau. So ist das halt unser Experiment Puring mit Anfänger. Und ich kann euch sagen, ehrlich, ich mag das Bild von Marcel viel mehr als meins. Er hat viel mehr Kontraste. Wie gesagt, ich habe in Weiß gegossen. Das ist so ein bisschen weniger Kontraste entstanden. Lilane Farbe hat sich geöffnet, aber bei Marcel finde ich, das haben wir wirklich ein cooles Werk geschaffen, wo wir richtig geile Zellen haben. Und wie gesagt, das Bild öffnet sich noch weiter. Und was haben wir heute gelernt? Viel. Ja, also immer. Was kannst du den Leuten sozusagen sagen? Was für Fehler kann man machen, wenn man am Anfang ist? Was muss man so aufpassen? Also Geduld ist, glaube ich, hier das Zauberwort. Viel rühren. Es muss von der Flüssigkeit her sehr gut sein, von der Fließeigenschaft. Und dann beim Kippen, genau, die Geduld ist da dann auch wieder gefragt. Und das habe ich gelernt. Ja, sehr schön. Das ist, wie gesagt, eine faszinierende Technik. Und wichtig ist, damit diese Effekte nicht verschwinden, richtig, richtig langsam die Farben links nach rechts schieben und dann ihr kreiert eure Muster
Und wie gesagt, bei den Farben könnt ihr beliebig experimentieren. Hier ist der Unterschied nur, anstatt Blau haben wir Lila genommen und anstatt in Schwarz zu gießen, in Weiß. Und Weiß hat so diese, wenn man so sieht, bisschen milchige Struktur oben drauf da. Mhm. Und hier haben wir einfach mehr Kontraste. Insoweit, wenn es euch unsere Video gefallen hat, dann freuen wir euch, also uns. Immer einen Daumen nach oben. Immer einen Daumen nach oben. Abonnieren, Glocke drücken. Ja, das ist der Experte, ja, alles was man machen sollte. Genau. Und einfach schreiben, was würdet ihr gerne mit uns puren, was für Fragen habt ihr und ja. Genau, und wenn ihr Freunde habt, die das auch lernen wollen, einfach das Video teilen und genau. Mit den Fragen ab in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, von meiner Seite aus tschüss, bis zum nächsten Mal. Und Albina hat das letzte Wort. Genau. Und liebe Grüße, genießen Sie den Tag und feiern Sie ein Jahr Corona. Ohne Corona wäre das in meinem Leben Turing nicht möglich. Insoweit bleiben Sie gesund und glücklich. Eure Dara und Marcel heute. Jo, ciao.